Hallo und herzlich willkommen hier auf The Kaima LP mit Martin und Kai. Und Kai und Martin. Und so rum. Zeigen euch heute ein kleines Tutorial. Und zwar spielen wir heute Minecraft natürlich, aber mit dem Modpack Take It Light. In diesem Modpack gibt es eine Mod, die nennt sich Industrial Craft. Und für viele Sachen in Industrial Craft braucht man Strom. Eigentlich für fast alles. Das ganz kurz überfliegen, falls ihr es noch nicht kennt. Es gibt Maschinen, wie zum Beispiel elektronische Furnace und alles Mögliche gibt es da. Da müsst ihr euch dann hochgradig mit beschäftigen, damit ihr es versteht. Kurzum, für alles davon braucht man Strom. So, jetzt gibt es verschiedene Arten, diesen Strom natürlich zu gewinnen. Davon werden wir euch ein paar zeigen. Und ich fange mal an mit der einfachsten Art. Und zwar ist das, indem ihr einen Generator baut. Generator kann sich vielleicht jeder vorstellen. Es ist einfach eine Maschine, die relativ simpel gehalten ist. Man schmeißt Kohle rein und aus der anderen Seite kommt Strom raus. Das ist jetzt gerade Industrial Craft 2 for Dummies. Ohne Scheiße. Egal, so haben wir auch angefangen. Also, Generator baut man aus einer Iron Furnace, also einer metallenen Furnace, dreimal Refined Iron und einer RE Battery. Das reimt sich und deswegen ist es cool. So, kurz dazu, Iron Furnace ist genau wie eine normale Furnace. Nur dass es kein Stein ist, sondern eben einfach Eisen, einmal drumherum in eurem Crafting Table, also hier komplett Eisen, dann kriegt ihr eine Iron Furnace. Für Refined Iron, das ist quasi verfeinertes Eisen, bekommt ihr, indem ihr ganz normale Eisenbarren ein zweites Mal schmelzt in der Furnace, welche auch immer ihr habt, dann bekommt ihr Refined Iron. Ist also nicht allzu kompliziert. So, dann geht es in den etwas komplizierteren Teil über, und zwar diese RE Batterie. So, ich kann das Ding hier schon mal rausnehmen. Wo habe ich es jetzt hin? Jetzt habe ich es natürlich verloren. Da. Ich stelle das Ding hier schon mal hin. So sieht das aus. Sieht quasi nicht anders aus wie eine Furnace. Das ist eine Sache, die ich ein bisschen kompliziert finde. Weil wenn du irgendwann viele Maschinen hier nebeneinander hast und viele davon sehen gleich aus, musst du die halt irgendwie Schilder machen. Sieht folgendermaßen aus. Unten geht die Kohle rein. Und dann wird sich dieser Balken hier füllen. Das ist quasi euer Strom, ich sag mal Speicher in dem Sinne. Ist ziemlich einfach. So, jetzt kam aber das Problem mit der RE-Batterie. Okay, ein Furnace habe ich hier jetzt mal gezeigt, ne? Ein Furnace. Simpel, ganz einfach. Okay? So, zu der RE-Batterie. Ihr braucht diese Batterie, um die in die Maschine einzubauen, damit ihr eben eine gewisse Menge an Energie speichern könnt. So ist das zumindest vom Modpack her vorgesehen. Und ohne die Batterie könnt ihr die Maschine halt auch einfach nicht bauen. So, die Batterie bekommt ihr, indem ihr Tin, also Zinn-Ingot, hier zwei Stück an die Seite packt. Okay. Das ist einfach ein Erz, was man in diesem Modpack unter der Erde findet, wie Sand am Meer. Also Tin ist wirklich nicht unbedingt selten. Wird ganz normal geschmolzen und dann wird es zu Tin-Ingot. Hallo Martin. Hallo Kai. Zwei Redstone in die Mitte. Ich glaube, Redstone ist jedem geläufig, wie das funktioniert. Und dann ein Kupferkabel nach oben. Bekommt ihr eine RE-Battery. Okay, eine RE-Batterie. Ich habe das hier nochmal ein bisschen versucht zu veranschaulichen, obwohl Martin nicht so ganz begeistert davon war. Egal. Also, ihr wollt den Generator bauen. Dafür braucht ihr eine Iron Furnace. Die habe ich euch gezeigt. Die ist weniger kompliziert. Und dafür braucht ihr eine RE-Batterie. Für diese Batterie braucht ihr wiederum Kupferkabel. Ja, das zeige ich euch sofort. Und für das Kupferkabel braucht ihr Gummi, also Rubber. Das war jetzt nur nochmal, um euch kurz zu zeigen, die verschiedenen Schritte, wie das eben so in die Tiefe geht, was man alles braucht. So, zurück zum wesentlichen Teil. Copper Cable. Eigentlich auch relativ simpel. Und zwar habt ihr hier eure Kupferingots, die ihr auch wieder wie Sand am Meer unter der Erde findet. Und dann habt ihr Gummi. Gummi ist wiederum nicht ganz so einfach zu bekommen. Also es ist schon einfach, aber es bedarf noch ein bisschen Erklärung. Es ist quasi wieder ein Schritt, den man machen muss, um das Gummi zu bekommen. Und dann seht ihr, wie hier habt ihr Copper Cable. Okay. So, um an besagtes Gummi ranzukommen, gibt es
eigentlich, soweit ich weiß, nur eine Art, die einfach zu erklären ist. Und zwar werdet ihr rund um die Tacket-Welt Gummibäume finden. Das sind diese Bäume hier. Davon gibt es zweierlei Arten und ihr solltet euch nicht davon abschrecken lassen, welchen ihr jetzt benutzen müsst. Beide funktionieren. Ich hole mir mal gerade eine Axt, die habe ich drüben vergessen. Nein. Wo habe ich denn die Axt hingetan? Ja? Ach komm, egal. Axt. Nee. Wo ist sie hin? Meine Axt ist weg. Ich hab sie nicht. Ich hab sie auch nicht. Okay, ich will das jetzt nicht weiter aufhalten. Im Prinzip müsst ihr diese Bäume einfach fällen. Und ein Nebenprodukt, ihr bekommt natürlich das Holz. Und ein Nebenprodukt davon ist dann Gummi. Das allerdings noch nicht in der ganz fertigen Form ist, sondern das, was ihr da rausbekommt, müsst ihr dann noch einmal durch die Furnace jagen, also wie ihr es mit normalen Erzen auch machen würdet. Und dann bekommt ihr diese Gummiblöcke, beziehungsweise diese Gummiblöcke. Ich habe das jetzt so gemacht, damit ihr seht, es ist wirklich vollkommen schnurzpiep egal, welche ihr dafür benutzt. Okay, ihr bekommt immer Copper Cable daraus. Ja. So, wie gesagt, die Sachen, die ihr jetzt bekommen habt, die Copper Cable tut ihr dann für die RE-Batterie oben über den Redstone an der Seite Tin. Ja. Die fügt ihr dann ein, das habe ich jetzt natürlich schon rausgenommen, in den Generator, so wie ich es euch gezeigt habe. Und dann bekommt ihr diesen wunderschönen Generator. Und das ist eure erste Möglichkeit, oder ich sag mal einfachste Möglichkeit, in diesem Spiel Strom zu erzeugen. Das werde ich euch kurz demonstrieren. Blödes Schaf. Kannst du dich mal um das Schaf kurz kümmern? Danke. Ja. Danke. Mein Gehilfe kümmert sich immer um das Schaf und dann geht's sofort weiter. Nee, ich stelle jetzt mir hier mal was hin, das werde ich euch später noch erklären. Auf jeden Fall kann man daran sehen, ob Strom erzeugt wird oder nicht. Das ist quasi eine Möglichkeit, Strom an sich anzeigen zu lassen, zu speichern in einem gewissen Sinne und auch umzuwandeln. Aber das gehört jetzt alles hier noch nicht so wirklich her. Ja, das war wieder mein Hund. Den kennt ihr mittlerweile vielleicht schon. Ja, Lilly so. Rastet wieder aus, sie eskaliert. Ja, Lilly mag Minecraft, glaube ich nicht. So, auf jeden Fall tut ihr jetzt da unten Kohle rein. Und dann seht ihr, es fängt schon an zu brummen, es fängt an zu arbeiten. Und langsam aber sicher müsste sich dann eigentlich dieses Fenster hier füllen. Was ist natürlich... Nein, stimmt, rüber. Stimmt. Was es in diesem Falle nicht tut, ich kann euch das zeigen. So wird es sich füllen. Ja, wegen der Batterie, das ist quasi jetzt die Batterie, die sich dann füllen würde. Und ihr könnt das dann eben direkt weiterleiten. Deswegen füllt sich das jetzt hier auch nicht. Dafür füllt sich aber das hier. Ja. Das heißt, wir haben Strom gemacht. Feierst du gar nicht? Nee. Achso. Ja, Leute, wie gesagt, das ist der einfachste Weg, wie ihr in Minecraft Tacket Light an Strom kommt. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen und es werden wahrscheinlich noch ein paar Tutorials folgen, auf die ihr euch freuen könnt. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein und viel Spaß. Hauen Sie.